Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße herzlich willkommen hier in Chivalry 2. Es wird wieder Zeit zum Abschlachten. Daher, ich mache nicht viel Umschweife, ne? Wir ziehen gleich sofort in die Schlacht rein. Wem das Video gefällt, kann ihr mal ein Like oder ein Abo da lassen. Wäre ganz nice. Mittlerweile, ich habe aber schon, ihr seht, ein bisschen mehr Kohle, ein bisschen mehr was freigeschaltet. Ich glaube, ich habe eine neue Waffe freigeschaltet, zumindest bei der Vorhut. Da war irgendwas. Oh cool, die Belagerung von Rudheim. Rudhelm. Ach, ich will Rudelheim sagen. Bin ich ganz bescheuert oder was? Rudelheim. Klingt aber auch lustig. Ja, ich mache jetzt mal so ein, zwei Runden wieder. Hoffen wir, es macht euch Spaß, wie gesagt, das zuzugucken. Ich habe Spaß an diesem Game. Also ich habe richtig Bock, ich habe richtig Laune. Es ist einfach, das ist mein Game. The Siege of Rudheim. Bla bla bla. Bla bla bla. Ja, ja. In dem Moment, das ist nicht Strafe, das ist Karma. Das ist Karma. Ja, das ist echt Karma. So, ihr seht, ich bin beim Vorhut, bin ich kurz davor, ganz kurz davor natürlich hier nochmal eine andere Waffe, die Glee freizuschalten. Der eine ist das zweite Zuziel. Waffen, Gattung, Großstätten ist auch mal. Aber hier mit der Exekutionsaxt hat man natürlich deutlich mehr Vorteile, ne? Gegen gewisse Gruppenteile, gegen Ritter 40%. Oh nein, natürlich bekomme ich hier, werde ich jetzt auf die andere Seite geschickt. Na gut, ich bin gerade Angriff, Niederlage. Das Katapult nutzen. Das ging beim letzten Mal allerdings recht schief. Andere Seite. Keep pushing the siege towers. Probieren wir das probieren. Ne? Aber erstmal lassen wir die da durchfahren. Oh. Das ist so gedacht, ne? Hat er sich das so gedacht? Ja, komm, mach Feuer! Los, Feuer! Wuhuhuhu. Ich hätte die andere Richtung machen sollen, aber ich habe sie überhaupt gleich verloren. Trotzdem, dreimal mitgenommen. Alter, das ist so geil mit der Axt. So. Viermal sogar mitgenommen. Ja gut, drei, vier, egal. Ja.
I'm sorry, ich wollte den eigenen nicht töten, aber der kam einfach mitten in die Runde rein. Ich renne. Keine andere Wahl mehr. Ja, wir sind aber weit genug, also könnte klappen. Ja, hier zu kämpfen habe ich nicht geklappt, das ist schlimm, ey. Ja, wir sind gleich mit dem Mauer. 32 Minuten noch. Geiler Emoji, bin ich nice. Jo. Hier reicht. Na komm, Klappe, geh runter. Alter, geht doch. Ich hab's geschafft, wo es freigeschaltet. So, was habe ich jetzt hier freigeschaltet? Bei dem? Lief, genau. 25% mehr Schaden auf Feuer, 15,5% mehr auf Fußball. Probieren wir das Ding mal aus. Mal sehen, wie das Ding ist. Nochmal. Oh, sieht aber ganz schön heftig aus. Viele Sensor rüber. Okay. Ja, lauf, 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 Ja gut, ich sollte auch mal mich daran gewöhnen, mehr mit den Treten zu arbeiten, aber ehrlich, das ist schon mein Ding. Ich bin der Typ, der in der Dritten. Dafür wäre der Typ. Hinterrück. Step the enemy
wie schön das Buch wird. Hier ist alles rot. Was war denn nochmal die Aufgabe? Genau, wir sollten ja alles anfinden. Genau. Könnt ihr dann mal weggehen? Wieder so eine Spezialtruppe. Oh ne, ich wollte schon sagen. Von Garte. Oh. Ja, ich wollte nicht vom eigenen. Aber warum schießt der eigentlich noch mit dem Katapult? Ist dem langweilig? Der will wohl nicht kämpfen, der Typ. Nicht gegen mich, ey. Kommt schon in den Ich dachte, der Kollege erwischt ihn jetzt, aber Pustekuchen. Mitgenommen. Jo, so kommt das gut. Drei Mann habe ich noch mit in die Tür. Immer weiter runter. Aber nicht, ich bin höherer Rang. Die wären, der eine wäre runtergefallen, der andere wäre tot. Tja, kannst du machen, was du willst. Ich hab's immer schnell. Ja, keine Ahnung, warum der hier Rang 1 bei mir anzeigt. Da kommt die ganze Truppe. Alter.
Wie war's denn los? Oh, seht ihr das? In meinem Schatten habe ich eine Waffe, aber hier... Oh, was ist das für ein geiler Bug? Was habe ich ja noch nicht erlebt. Nee, ich kann noch nicht gucken. Cool. Muss ich umbringen. Was ist ein geiler Bug, ist das denn? Ja, komm, mach mich tot, dankeschön. Alter, okay, wir haben einen neuen Bug entdeckt. Der ist aber nicht schön, den können wir nicht gebrauchen, den Bug. Das klingt nicht recht. Also, geht nicht auf diese Dinger drauf. Irgendwie verliert man aus unerklärlichen Gründen seine Waffe. Das ist so lustig. Hühnchen. Wir taufen dich auf den Namen Hühnchen. Moment. Du heißt jetzt Edgar. Kämpf, Edgar! Habe ich auf Rang 2 aufgeschraubt. Das ist immer ganz gut. Gibt es hier noch ein Hühnchen zum Schmeißen? Nee, schade. Ich würde gern Edgar 2 werfen. Nee, es gibt kein Edgar 2. Schade. Ah, wir können Bier zum Schmeißen. Das ist auch mal was, ne? Mit Bierkrügen. Oh mein Gott! Niemals C drücken, Leute! Ich hab's. Ah, jetzt ist mein Charakter besoffen. Klappt das nochmal? Guck, das reizt mir jetzt aus. Okay, aber wir laufen noch irgendwie. Hey. Wir saufen hier uns gerade mal einen ab, ey. Oh Scheiße. Wird schon klappen. Verdammte Axt, da ist schon wieder so einer, der meint, er müsste hier alles blockieren. Ach Gott. Immer diese Witzbeute. Not happening. Gute Idee, ich hole mal ein bisschen hier. Ganz nach.
Der König ist da oben. Die verkriechen sich immer da oben, die Typen. Ich weiß ja auch nicht. Das ist aber gut, wir haben ja noch die 3 Minuten Zeit. Ich habe ja hier was Neues freigeschaltet. Dann machen wir den als nächstes. Den nächsten Respawn. Schade, aber ein paar Witz genommen noch. Also einige habe ich noch den Schild abgerockt. Ach, diese Kills habe ich eigentlich schon rausgeholt. 17 und 20 gezwungen, was auch immer bezwungen heißen soll hier. Oh, da hat einer seinen eigenen Kollegen hingelegt. Hm, kann passieren. Okay. Ah, okay, okay. Ich habe einfach nur Dings bekommen. Ich würde lieber ein Schild haben. Sehr gut, sehr gut Nee, das ist nur das. Oh, die Waffe. Oh, scheiße. Waffen los. Ja, das geht doch. Mist, wir haben verloren. Was ein Spiel. Was soll's, Leute? War doch eine geile Runde. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Schade aber. Guck mal, jetzt hier Gold. Oh, guck mal, was hab ich hier? Gemalter dunkler Kreuzer. Königliche Runde. Okay. Guck mal, was wir da gekriegt haben. Bei der Vorhut. Warum da jetzt Rang 1 angezeigt worden ist, ist mir ja selbst ein Rätsel. Weil mein, ja, mein Levelrang ist eigentlich 23, aber ach, das Spiel zickt ab und zu mal. Ich meine, wir haben ja vorhin gesehen, was passiert, wenn man auf die fahrende
Belagerungsteil aufsteigen da auf das eine und da runter ein bisschen fallen, dann verlieren wir auf einmal die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Finde ich ein bisschen kacke, dass das so gelaufen ist, aber gut. So, was haben wir denn bei den Waffen neu? Beim Streithammer hat sich das verändert. Messer, das juckt mich jetzt mal. Okay, Kriegsmesser. Einmal das rostige Ding, einmal hier schön blank poliert und einmal das, was wir im Besitz hatten. Oh, wir haben Königs. Das habe ich doch schon gekauft. Ach so, weil ich die noch nicht gekauft habe. Ja komm, ey, was brauche ich die schlechteren Varianten? Was eigentlich mit dem hier? Habe ich das schon, ne? Ja. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch in Aussicht? Aha. Brauche ich nicht. So, Beil. Ah, Universalbeil. Da hat sich was geändert. Sehr schön. Ach ja, komm, komm. Das sind nur 900. Die kriege ich so schnell wieder reingeballert. Also, jetzt mal ehrlich. Wurfschlägel, Wurfmesser. Da gibt es echt für das Wurfmesser verschiedenes Aussehen. Okay. Wie hübsch. Das sieht schon geil aus, muss man schon sagen. Aber ich sag mal so, das Aussehen der Waffe interessiert mich manchmal nicht. Ja, das mit dem Krug fand ich jetzt ganz geil. Das, wenn wir da raustrinken. Ja. Okay. Ich habe irgendwie gesehen, hier gibt's doch. Mit Flöte, hier gibt es doch jemanden, keine Ahnung, Katzbalker, die ist natürlich auch nicht schlecht, aber nutze ich eher gering. Ja, Streithammer, ansonsten hat sich hier nicht viel verändert, höchstens vielleicht beim Rüstungsding. Jo, das ist natürlich geil, das sieht nice aus, aber 11.000, wir haben was Neues. Beim Auftragskämpfer, okay, sieht nicht so toll aus. Nö. Der Königliche, ach nö, danke. Ist auch nicht so mein Ding. Irgendeine Verbesserung für den Helm hier. Schnieke. Aber ich habe ja das mit dem Blau. Was haben wir hier? Wir können Vollstreckerhelm draufpacken. Auch nicht schlecht, aber nicht. Nee. Naja, gut. Gut, Leute. Ja, das war's. Hoffen wir, es hat trotzdem euch gefallen und Spaß gemacht beim Zugucken. Und ansonsten, ich wünsche euch allen auch noch viel Spaß hier selber bei diesem Game. Bleibt mir gesund und ja, bis die Tage dann, ne? Bis dann, Leute. Ciao.